Oberstudiendirektor. Ja. Ja. Das Land der Griechen mit der Seele suchend heißt es. Ja, also mein Vater hat es schon gemacht. Er war 1941 in Griechenland, in Theben, hat dort praktisch mit seiner Seele das Land gesucht, die Seele des Landes gesucht und gefunden. Heute sieht die Sache, Kommandant in Theben. Richtig. Hier sieht die Sache heute ganz anders aus. Ich suche Kontakt durch diese Bude zum Beispiel. Das geht. Aber ich denke schon, der Rotstift. Was heißt, der Rotstift wäre angemessen in Griechenland? Naja. Oder in der nordrhein-westfälischen Landesregierung? Naja, Sie wissen schon. Ja. Sie wissen schon. Der Rotstift. Ich kann mit der Seele, mal hier, mal da, ich komme praktisch aus der Antike. Und ich muss noch einmal darauf hinweisen, dass ich diese Bude unterstütze. Das ist ganz wichtig. Aber trotzdem, der Rotstift. Aufpassen. Täglich 2 gefüllte Weinblätter zum Beispiel. Und der Schuldenberg Griechenlands sinkt. Sinkt, richtig. Man kann etwas dagegen tun. Aber wenn Sie täglich 2 Weinblätter einsparen pro Bude, ja, würde im Jahre 6132, ja, die Hälfte des Schuldenberges des Landes Griechenland, der Republik, ja, abgetragen sein. Sie haben vergessen, dass ab dem Jahre 4850 circa Griechenland vollkommen vergräkisiert ist. Das heißt, Sie haben in allen Lehrplänen, ja, deutscher Gymnasien, das Griechische wieder eingeführt. Sie haben in Frankreich eine Offensive, ja, des Altgriechischen, ja, richtig, eingerichtet. Genau. Die Philosophie als Disziplin, ja, und das ist eine griechische Struktur, ja, ja, ist eingeführt in allen amerikanischen Universitäten. Alle EVU-Universitäten vorneweg. Ja? Ist es so gemeint? Caeculaps popes. Agamemnon. Richtig. Ja. Kata Arakak. Nicht wahr? Ich weise noch einmal darauf hin. Kalos Agathos. Oh. Das Edle und das Schöne. Genau. Ja, nicht? Und dann natürlich nicht zu vergessen, Kolossos von Knossos. Richtig. Und von Rhodos. Der Koloss von Rhodos. Koloss von der Weltwunder, Rhodos. Nicht? Ja, ja, aber das haben die vergessen jetzt. Ja. Es geht um was anderes. Es geht um die Wurst. Ja. Ach, das ist wegen des Ladens hier hinten. Richtig. Ja. Was waren Ihre Forderungen an die Landesregierung? An die Landesregierung, also, Nordrhein-Westfalen? Ja, 7 Stunden Unterricht in Philosophie, wöchentlich. Ja. 7 Stunden Unterricht. Griechisch. Altgriechisch. Altgriechisch, richtig. 3 Stunden Neugriechisch, um, genau, es zu unterfüttern. Und dafür nur 1 Stunde Latein, da muss man auch ein bisschen, ja, Zugeständnisse machen. Zugeständnisse machen. Und dann Buchhaltung, ja, nicht? Buchhaltung ist ganz wichtig. Volkswirtschaftslehre? Genau. Für Griechenland ist wichtig auch sparen. Spare, lerne, leiste was, dann hasse, kannst du, bisse was. Sehr gut, das ist aber in Griechisch schwer zu übersetzen. Also sage ich kann mal man ganz nicht. Ehrlich, kann man nicht. Nein, in Griechenland, ja, gibt es diesen Satz nicht. Nein, nein, gibt es den nicht. Nein. Was reimt sich auf Philosophen? Ofen. Man sagt aber Öfen. Öfen. Wenn es mehrere sind. Ja, aber Einzahl ist Ofen. Pfeffer und Salz. Gott erhalt's. Brot und Bier. Das rate ich dir. Und das müssen die armen Schüler von Ihnen, ja, Herr Oberstudiendirektor, ja, ins Griechische übersetzen. Wir machen aber auch Klassenfahrten. Wohin? Zunächst gelegenen Brauerei.
Wenn Sie einmal von den alten Griechen die großen Philosophen, also Aristoteles war der Privatlehrer Alexanders des Großen. Heraklit. Heraklit. Sokrates. Sokrates. Plato. Plato. Muss doch noch einen fünften geben. Na, den finden wir doch. Das denke ich aber doch auch. Ja. Wie heißt denn der fünfte Philosoph? Wie heißt denn der? Ja. Zapadeus hieß er nicht. Nein. Na. Seleukos auch nicht. Nein. Agamemnon auch nicht. Nein. Odysseus war kein Philosoph. Kein Philosoph, war ein normaler Mensch. Der fünfte Philosoph. Ich hatte auch zu wenig Griechisch in der Schule. Ja. Aber ich habe danach meinen Beruf praktisch daraus dann gemacht. Also ich hab trotzdem Wenn den Sie Beruf eine eingeschlagen. Lobrede halten sollten auf Griechenland, wie würden Sie anfangen? Ich würde anfangen erstmal mit Huldigungen. Wie schön es da ist und wie das Wetter ist und wie lustig es ist, wie viel Wasser es da gibt und wie viele Leute. Aber es gibt doch Und ganz wenig Echtes. Also zum Beispiel diesen Tanz, den da immer machen, ja? Setaki. Der ist in Hollywood entwickelt worden, in der Tanzstunde. Ja. Der Held Alexis Sorbas, ja, ist ein Mexikaner. Ja? Zahlreiche Nachkommen, ja, die jetzt sagen, sie sind Griechen und die Republik gründen, kommen von türkischen Vorfahren, von serbischen Vorfahren, also überall her, aber nicht aus der Antike. Irgendwie haben sich die Spartaner und Athener und Epheser und was es so gibt in der Antike relativ wenig fortgepflanzt, haben die osmanische Herrschaft nicht überlebt. Aber ich denke, Mireille Mathieu löst das alles wieder auf mit ihrem wunderschönen Akropolis Adieu. Griechischer Wein, ja. Das ist Udo Jürgens, griechischer Wein. So dass also gewissermaßen das, was Sie als Oberstudiendirektor, ja, so federführend macht, ja, Also und was. wenn heute jemand ein Lied schreiben würde, Akropolis Adieu oder griechischer Wein, also in der Art und Weise, diese Romantik und so, Ja. die trifft ja nicht mehr zu für Nein. die Leute. Nein. Obwohl es hat sich wahrscheinlich im Land selber nicht viel geändert. Nein. Aber nach außen hin ist es nur so, wenn kein Geld mehr da ist, dann fehlt plötzlich jegliche Romantik. Wenn ich jetzt mal an mich persönlich denke, ich bin ja damals aus der Schlacht hervorgegangen im Bayerischen Wald. Ne? Um 1900 im Schlacht im Nein, Bayerischen nein, Wald zu nein, verlieren. nein, nein, Ach nein, 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 so, nein, ne, nein, nein, früher. nein. 6. Jahrhundert. Ne? Und da sind Sie gezeugt worden oder wie? Oder auf Nein, der Spitze des Speeres? da ist unsere Linie erfunden worden. Ach, ja. Die Linie der Altphilologen Nein, oder die die Linie Linie? der Schneiders. Weil da war ein alter Schneider bei. Ach, könnte man doch eigentlich sagen, Herr von Schneider oder Könnte man Graf sagen, wir haben Schneider. das von aber lange Baron abgelegt. Schneider. Ne, wir haben das von abgelegt. Von abgelehnt, ja. Ja, weil wir wollten zum normalen Volk gehören. Dann kann man überall hingehen. Als von kann man nicht überall hingehen. Nee. Da kriegt man ja Ohrwatschen. Ja. Aber das ist schon eine stolze Sache, ja. Also ein Adelstitel von 600 Jahre vor Christus, ja. Einfach ablegen, hat man was im Tresor. Ja. Wenn man spart. Ja. Ein Taler von damals, ein Goldstück von damals, das wäre jetzt 60 Millionen Euro wert. Ich habe noch zwei, aber die sind mir eigentlich mehr wert. Und deshalb würde ich sie nie verkaufen. Nee. Das sind Zeitzeugen, die kann man sich anschauen. Was ist schon Geld dagegen? Was würden Sie zum Abschluss den Hörern, ja, als griechischen Grundsatz sagen? In Treue fest? Griechischer Grundsatz? Erkenne dich selbst. Nee, Orchi Orchi, sage ich. Und das heißt? Ich glaube, nein, nein. Weiß ich aber nicht genau. Könnte auch ja heißen. Aber ich habe es mal auf der Serviette gelesen. Deine Rede sei nein, nein oder ja. Was Ja. dazwischen ist, spucke ich aus. Und wer hat das gesagt? Christus. Richtig.